Ahoi und willkommen zurück, ich bin's wieder, euer Gaming Priest, und in diesem Video analysieren wir den Trailer für den Story-DLC Forgotten Stories. Sicher haben einige von euch schon mitbekommen, dass Enderal dieses Jahr eine Erweiterung erhalten wird, die unter anderem das Handwerkssystem verbessert, neue Waffen und Rüstung implementiert, die ich definitiv einsammeln werde, und als wichtigstes natürlich zwei große und mehrere kleine Quests hinzufügt. Die genauen Informationen verlinke ich euch in der Videobeschreibung, damit ihr euch alle Neuerungen durchlesen könnt. Der Trailer ist zurzeit nur auf Englisch verfügbar, aber für diejenigen, die dieser Sprache nicht so mächtig sind, habe ich für euch das Originalvideo verlinkt. Dort könnt ihr die Untertitel aktivieren. Außerdem solltet ihr den Trailer vorher sowieso einmal ganz anschauen, da ich das Video durchgehend anhalten werde, um auf den Inhalt einzugehen. Vorher aber noch etwas Allgemeines. Man kann im Trailer keine neuen Orte sehen, noch werden neue Gegenstände wie Waffen oder Rüstungen gezeigt. Stattdessen gibt es Kamerafahrten durch bereits bekannte Ecken der Spielwelt, beispielsweise die Unterstadt, den Hafen von Ark und einen Main-Quest-relevanten Ort, den ich aus Spoilergründen aber nicht weiter benenne. Wie der Titel schon sagt, geht es in diesem Trailer eher um die Stimmung, die der DLC beinhaltet. Daher schauen wir bzw. hören wir uns das Gesagte etwas genauer an. Der Trailer startet mit Yuslan Sharim, der davon spricht, dass diese Eventualität nur eine von Milliarden sei und dass es mindestens eine Eventualität geben würde, in der alle Menschen, die man verloren hat, am Leben sind. Außerdem fügt er hinzu, dass er alles dafür geben würde, diese Eventualität zumindest zu sehen. Wer die Hauptquest schon durchgespielt hat, weiß, worum es hier geht, aber ich erkläre es nochmal möglichst spoilerfrei. Das Meer der Eventualitäten beschreibt, dass es unterschiedliche Möglichkeiten gibt, wie die Realität ist. In dieser Realität steht beispielsweise ein Baum rechts neben der Straße, in einer anderen vielleicht links davon und in einer anderen steht dort sogar gar kein Baum. Das Meer der Eventualitäten ist dabei auch das, worauf Magier zurückgreifen, wenn sie einen Zauberspruch wirken. Sie machen einen Teil einer anderen Eventualität in ihrer eigenen Real. Daher ist es auch möglich, dass man statt einen Feuerball zu beschwören, seine eigentlich toten Geliebten in seine eigene Realität holt. Was es genau damit auf sich hat, werden wir natürlich erst in der Quest erfahren und wann genau die Quest verfügbar wird. Ist auch nicht bekannt, allerdings habe ich schon eine Vermutung, was das angeht. Nach der ersten Szene wird ein Text eingeblendet, der mindestens 20 weitere Spielstunden verspricht, was gemessen an den etwa 100 Spielstunden des Hauptspiels ziemlich viel ist. Im nächsten Abschnitt hört man eine männliche Stimme, die zum alten Mann gehören könnte, allerdings bin ich mir da nicht hundertprozentig sicher. Jedenfalls sagt dieser Mann, dass es doch seltsam sei, dass man sich so an seine physische Gestalt klammere, obwohl das, was einen als Menschen ausmacht, komplett davon losgelöst sei. Dieser Teil kann ebenfalls auf die Quest über das Meer der Eventualitäten bezogen sein oder auf etwas ganz anderes, aber die Quest scheint mir in diesem Zusammenhang sehr plausibel. Vermutlich wird man eine weitere Dialogoption mit dem alten Mann haben können oder irgendetwas ähnliches. Während der Mann noch spricht, wird ein weiteres Textfeld eingeblendet, das einem die Information gibt, dass die Skills, also die Fertigkeiten und Talentbäume, verbessert und überarbeitet werden. Auch wenn das nicht unbedingt zur Stimmung gehört, sind das auf jeden Fall gute Neuigkeiten. Als nächstes sieht man den Arenaplatz in der Unterstadt. Gleichzeitig spricht ein Mann davon, dass seine Kindheit von der Ralata gestohlen wurde, als er und weitere Waisenkinder entführt wurden. Er könne sich aber nicht an seine Kindheit erinnern, obwohl er der einzige Überlebende war. In dieser Szene wird die Ralata als erstes richtig erwähnt, was die Storyquest über diese Vereinigung einleitet. Die Ralata ist eine Sekte, die illegalen Geschäfte in Enderal abwickelt und mit der wir definitiv in Kontakt treten werden. Der Hauptsitz von ihnen ist wahrscheinlich, wie im Video zu sehen, in der Nähe des Arenaplatzes. Im nächsten Textfeld wird uns verbessertes Gameplay versprochen, aber was man darunter verstehen soll, ist mir relativ unklar, schließlich gibt die Engine nicht mehr her, als sie sowieso schon tut. Daher schließe ich hier wieder auf die erweiterten Fähigkeiten der Talentbäume, oder wenn ihr andere Ideen habt, könnt ihr es ja gerne mal in die Kommentare schreiben. Die vierte Stimme ist dann zum ersten Mal eine Frau im Trailer, die sagt, dass eine gewisse Tara sich nur darum kümmern würde, die Welt zu verbessern, aber ihre Bekannten, Geliebten, Freunde oder sonst was dabei etwas zu kurz gekommen sind. Als nächstes sieht man die Innenräume der Tempelanlagen in Talgard und die Stimme spricht davon, dass diese Tara mit der verschleierten Frau mitgegangen sei. Da hier die verschleierte Frau auftaucht, kann es sein, dass diese Stimme ebenfalls zur Quest zum Meer der Eventualitäten gehört oder dass man im Laufe des Spiels einen Hinweis auf einen anderen Propheten erhält. Letzteres wäre natürlich extrem spannend, da man ein wenig mehr Einblick in die Absichten der verschleierten Frau erhalten kann. Ob das mit Talgard in Verbindung steht, wird aus dem Trailer nicht klar, aber bis jetzt hatten die Stimmen immer etwas mit dem jeweiligen Videoabschnitt zu tun. Direkt im nächsten Abschnitt spricht eine andere Frau, die in einer weinerlichen Stimme darauf aufmerksam macht, dass sie den sogenannten Vater hintergangen habe und dass sie es aus diesem Grund nicht wert sei, gerettet zu werden. Der Vater ist das Oberhaupt der Ralata und das kleinste Vergehen gegen die Gesetze dieser Vereinigung führen meist zu einem schmerzvollen Tod, da nicht
viel mehr von ihr gesagt wird, wird nicht unbedingt klar, ob sie auf Seiten der Ralata anzutreffen ist oder einfach eine unbedeutende Person, die einfach gegen deren Gesetze verstoßen hat. Die nächste Stimme ist eine weitere Frau, die sich als Dijam Onelis, Tochter von Jaran und Botschafterin des Zuckerinselbundes vorstellt. Damit wird zum ersten Mal im Trailer auf die Goldene Sichel eingegangen, die wie erwähnt ebenfalls im DLC enthalten sein wird. Sie sagt, dass sie neu in dieser Stadt angekommen sei und da der Arke Hafen gezeigt wird, gehe ich davon aus, dass man die Quest zur Goldenen Sichel in Ark starten wird. Mehr gibt dieser Fetzen aber leider auch nicht her. Als nächstes spricht ein Mann davon, dass Giftspuren in einigen Leichen gefunden wurden und dass eine Frau sich für nichts zu schade sei. Aus diesem Textfragment wird aber nicht weiter deutlich, ob es zur Quest der Ralata oder der Goldenen Sichel gehört, denn Verrat und Vergiftung kann bei beiden auftreten. Direkt im Anschluss spricht erneut die Gesandte des Zuckerinselbundes, dass die Anschuldigungen weitergegeben werden würden. Welche genau das sind, wird aber nicht erwähnt. Danach spricht wieder der Mann und er erzählt, dass irgendetwas mehr als nur das Skarabäus sei, denn eine solche Intrige zu planen sei gegen all das, wofür die zivilisierte Welt und die Lichtgeborenen stehen würden. Wenn man die letzten vier Textausschnitte anhört, kann man davon ausgehen, dass sie in einem Gespräch zwischen dem Mann und der Frau angeordnet sind. Es gibt im Spiel auch einige Hinweise darauf, dass der Skarabäus etwas mit der Goldenen Sichel zu tun hat, weshalb diese beiden Charaktere höchstwahrscheinlich miteinander in Verbindung treten werden. Im Grunde wurde damit ein großer Teil der Questreihe geteasert, und zwar, dass man eine Intrige auf den Grund gehen wird und dabei wird der Skarabäus eine gewisse Rolle spielen. Ich bin gespannt, was uns der DLC da bieten wird. Danach spricht wieder die Frau über Tara, und zwar in einem extrem aufgebrachten Tonfall. Sie fragt oder schreit eher, ob das sei, wofür Tara sie aufgegeben hätte. Leider wird nicht wirklich deutlich, was genau geschehen ist, aber man kann vermuten, dass die verschleierte Frau damit zu tun hat, und das ist definitiv spannend. So wie wir Enderal kennen, wird es mit Sicherheit ganz schön dramatisch werden. Als vorletztes hört man wieder den Mann, der von der Ralata entführt wurde. Allerdings ist das, was er erzählt, nicht mehr so freundlich wie in seinem vorherigen Gesprächsfetzen. Denn er meint, dass nichts im Leben fair sei und dass die Person, zu der er spricht, aufhören sollte, sich etwas vorzumachen. Wenn das auf den Spieler bezogen ist, dann ist das etwas tiefgründiger als nur ein generischer Vorwurf, aber darauf gehe ich in diesem Video nicht ein. Jedenfalls scheint es einen Interessenkonflikt mit dieser Person zu geben, und da er in irgendeiner Weise mit der Ralata in Kontakt steht, gehe ich davon aus, dass man mit ihm gemeinsam arbeiten wird. Wenn ich mich nicht komplett irre, wird man als Spieler gegen die Ralata arbeiten, und eine solche Bekanntschaft wie ein Entführungsopfer ist vermutlich eine ziemlich gute Wahl. Als letztes spricht die weinerliche Frau, die den Vater betrogen hat, und sie sagt so viel wie: Du? Warum? Vermutlich wird man ihr als Spieler in irgendeiner Weise helfen, oder man wird es als Spieler beobachten können, wie ihr geholfen wird. Damit endet dann der Trailer und es wird angekündigt, dass der DLC dieses Jahr, also 2017, erscheinen wird. Ich finde, der Trailer macht Lust auf mehr und ich kann es kaum erwarten, die Goldene Sichel und die Ralata endlich richtig zu erleben. Von der Ralata hat man jetzt zwar nicht so viel mitbekommen, aber die Goldene Sichel auf dem Marktplatz ist auf jeden Fall schon mal ein spannender Punkt. Die Stimmung, die dieser Trailer ja rüberbringen möchte, ist meiner Meinung nach extrem gut gelungen. Das Voice Acting ist mal wieder super und ich freue mich auch auf die deutsche Version, wenn es dazu eine geben wird. Wenn ihr wollt, könnt ihr die Entwicklung des DLCs über eine kleine Spende auf der Seite von TrueAI unterstützen. Und dann sagt mir doch mal in den Kommentaren, was ihr von dem Trailer haltet und ob ihr noch ein paar mehr Details entdeckt habt, die ihr mit uns allen teilen könnt. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und wenn ihr Bock auf weitere Videos dieser Art habt, könnt ihr einfach diesen Kanal abonnieren. Tschüss.